Der Ball rollt also nun am Persischen Golf, aber ebenso weiterhin die Welle der Kontroverse bei dieser Fußball-WM in Katar. Und diesmal geht es um ein kleines Stück Stoff mit großer Botschaft, nämlich die Kapitänsbinde von Manuel Neuer. Der wollte sie beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am Mittwoch gegen Japan mit der Aufschrift One Love tragen, als Zeichen für Menschenrechte und gegen jegliche Diskriminierung. Noch gestern hatte der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Bernd Neuendorf, das bekräftigt. Und heute dann der Abpfiff. Die FIFA untersagt das mit Verweis auf die geltenden Regeln des Weltfußballverbands. Der DFB und andere europäische Verbände, deren Mannschaftskapitäne die Binde ebenfalls tragen wollten, zogen das Vorhaben zurück. Weil offenbar sonst nicht nur Geldstrafen, sondern auch sportliche Strafen wie Punktabzug oder gelbe Karten gedroht hätten. Über diesen besonderen Machtkampf Philipp Sommer. Es geht um Muskeln und was darum gewickelt wird. Englands Kapitän Harry Kane verzichtet heute als erster auf die One Love Binde, weil die FIFA die Muskeln spielen lässt. Wir als Team wollten, dass Harry Kane die One-Love-Binde trägt. Harry wollte es. Es ist enttäuschend, dass wir es nicht durften. Er hätte wohl eine gelbe Karte dafür bekommen. Erklärungsbedarf beim DFB. Zusammen mit 6 weiteren Europäern hatte sich das deutsche Team zum Tragen der Binde bekannt. Doch die FIFA sieht jetzt darin eine nicht erlaubte politische Botschaft und drohte mit sportlichen Sanktionen. Welche genau ließ sie offen? Die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das sind Werte, zu denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichtet. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Noch am Mittwoch beim Testspiel im Oman hatte Kapitän Manuel Neuer die One Love-Binde am Arm, geduldet von der FIFA. Am Wochenende aber eskalierte die Diskussion. FIFA-Präsident Gianni Infantino, genervt von der ständigen WM-Kritik, erforderte Einigkeit auch von den europäischen Verbänden, die sich von der FIFA klarere Bekenntnisse für Menschenrechte wünschen. Das Verbot der Binde heute am Tag des Turnierstarts für 3 teilnehmende Teams mit Ansage. Dann kommt am Spieltag kurzfristig, ganz bewusst gesetzt, muss man ja so einfach sagen, so eine Entscheidung, so eine Drucksituation. Wohl wissend, dass am Spieltag sowohl Spieler wie Trainer natürlich mit den Köpfen beim Spiel sind, es schwer ist, auch innerhalb der Gruppe eine Entscheidung zu treffen. Und das ist echt traurig, dass das eben in der Art auch passiert ist. Im Netz Entrüstung über das Einknicken des DFB und jede Menge Spott. Wie mutig ein Team sein kann, zeigt heute der Iran. Die Spieler verweigern, die Nationalhymne zu singen, aufgrund der blutigen Niederschlagung der Proteste in ihrer Heimat. Den Spielern und deren Familien drohen harte Konsequenzen des Regimes. Wie hoch darf der Preis des Widerstands sein? Wollen wir die Mannschaft, wollen wir unseren Kapitän einem solchen Risiko aussetzen, dass wir sportlich sanktioniert werden? Und da war unsere Antwort mit den gesamten Verbänden, die teilnehmen. Aber wir haben ja auch Verbände, die sich jetzt dieser Aktion angeschlossen haben, die nicht beim Turnier vertreten sind, wie etwa Norwegen, dass wir da gesagt haben, das wollen wir, wie gesagt, nicht auf dem Rücken der Spieler austragen, diese ganze Debatte. Die FIFA macht derweil weiter mit Sanktionen. Belgien muss den Schriftzug Love, Liebe, von der Innenseite des Kragens seines Auswärtstrikots entfernen.